Ja, wo bist du denn der Führende in deiner Altersgruppe jetzt? Im Lausitz Cup. Willst du alle Rennen machen? Ja, wenn ich gesund bleibe, dann auf alle Fälle. In einer Altersgruppe, wir rufen auf den dritten Platz, den hat sie erkämpft, Adriana Wasnerowa aus Tschechien. Gratulation, Reinfried aus Dresden vom Quicker Ability. Ja, sie war bis heute die Führende, die Gesamtführende, aber was kommt, wissen wir nicht. Heute ist die zweite geworden. Wir sind nicht verantwortlich für das derzeitige Gesamtergebnis. Marschenowska mit der 206 ins Rennen gegangen und sie fährt das Rennen zu Hause in einer Zeit von 1 Stunde 27 Minuten und 52 Sekunden glatt. Also besser geht's gar nicht. Ja. Die drei sind beweglich auf dem Rad, also auf die Treppchen zu kommen, habe ich gemerkt. Aber dennoch ganz hervorragend. Pokale, wenn im nächsten Jahr wieder die deutschen Meisterschaften oder die Hochschulmeisterschaften da sind, da werden wir. Fünfte Veranstaltung in der Tageswertung. Hier in Görlitz. Altersgruppe, jeder Männer über 50. Wir ehren den Dritten mit der 162, den Dresdner Volker Reingans. Stell mich mal hier so. Michael Armswald von die Fahrradkette und den Schlusssprung haben wir gesehen mit toller Leistung. Und die Fahrradkette war ja im Prinzip auf Platz 3 in der Mannschaftswertung vor der heutigen Veranstaltung. Das kann sich vielleicht ändern, denn er hat heute den zweiten Platz belegt. Den Sieger, den überragenden Jörn Reuß von der Ingenieurgesellschaft RDI. Der Mann siegt heute bei 5 Rennen zum 4. Male und einmal war er Zweiter. Und geht sicherlich in die Gesamtentwertung wieder an die Spitze mit 400 Punkten. Jörn Reuß, der ehemalige Spitzenfahrer, ein Bergfahrer per excellence, der wird heute wieder fahren wie ein kleiner König, ist er gefahren. Ja. Glückwunsch. Dankeschön. Hast du noch Gegner? Auf alle Fälle. War natürlich heute der Patrick, der auf Platz 2 lag, der ist heute nicht gefahren, der ist die deutsche Meisterschaft gefahren bei der Senioren 3. Jetzt müsste das Loch noch ein bisschen größer sein. Also es sind ja noch ein paar Rennen und man weiß nicht, was kommt. Kommt noch ein Streichergebnis und wenn ich gesund bleibe, ist alles gut, aber das weiß man ja nur noch nicht. Siehst du dich nächstes Jahr auch noch so stark wie jetzt? Ich schätze eigentlich, also meiner Frau habe ich gerade versprochen, dass es wirklich jetzt auch mehr oder weniger die letzte Serie ist, die ich jetzt fahren möchte. Ich habe 2019 aufgehört.
mit dem Lizenz fahren. Fährst du Einzelrennen? Ja, und dann würde ich ab und zu mal ein Jedermann-Rennen fahren, aber jetzt spezielle Ziele habe ich eigentlich nicht mehr. Ja. Ja, ich bin ja bis vor einigen Jahren ja auch noch selbst gefahren, daher kenne ich dich auch noch so ein bisschen, aber ich habe dich immer nur von hinten gesehen, weißt du? Deswegen fehlt mir der direkte Kontakt jetzt. Ja, also Glückwunsch und alles Gute. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Franziska Reichel, herzlichen Glückwunsch der Siegerin. So, die Assistentin vom Jürgen Schmidt macht die Siegerehrung. Ja, das ist auch für eine Assistentin immerhin eine Auszeichnung. Sie war den ganzen Tag emsig, fleißig wie ein Bienchen und sie hat sich die Lorbeeren verdient. So, also ein kühlenden Trunk, ein Siegerportal, eine Siegerschleife. Da drauf steht einmal zweiter Platz und die hat Katharina Ernst in der Hand und Franziska Reichel. Da beide von der TU Dresden, Technik-Universität Dresden. Wer hätte das gedacht, dass ich als Sprecher und Absolvent der TU Dresden im Jahrgang 61 bis 69 dabei sein kann und heute hier auch dabei sein kann. Also herzlichen Glückwunsch den beiden. In einer Zeit war er unterwegs 1 Stunde 46 Minuten und 60,8 Sekunden. Soll er sich merken? Alles klar. Also auch dabei haben wir jetzt im Augenblick nur zwei. Einer soll noch unterwegs sein auf der Strecke. In der Runde. Er ist jetzt gerade ins Ziel gekommen. Den zweiten haben wir geehrt, Christoph Sauer, ebenfalls von der TU Dresden. Und er kommt von Post, vom Postsportverein Görlitz. Und welcher Bildungseinrichtung ist er? Zittau Görlitz. Siegerschleifen hier für die Platzierten, also auch den Sieger. Die haben wir an die Frau oder an den Mann gebracht. Danke und mit den besten Grüßen und den schönsten Erlebnissen aus diesem heutigen Tage, von diesem heutigen Tage, sollten wir in Erinnerung bleiben, vielleicht auch das eine oder andere Foto von den deutschen Meisterschaften, von dem Lausitz-Cup und eingebunden natürlich die Hochschulmeisterschaften des Landes Sachsen. Auf dem dritten Platz fährt ein Severin Spechter vom RSV Passau. Er trug die Startnummer 95, richtig, und jetzt kommt er glückstrahlend hier vorbei. Seine Fahrzeit betrug 1 Stunde 43 Minuten 33,3 Sekunden. Wir haben den zweiten, Jonas Kepler vom RSV Renseradsport. Des fünften Wettbewerbs bei den Jedermännern, den Görlitzer von PSV Alexander Angieski.
nicht nur Hochschulmeister in diesem Jahr, sondern auch der Tagessieger bei den Rennen hier über den 7,3 Kilometer langen Kurs. 4 Runden waren zu fahren. Siegerzeit 1 Stunde 43 Minuten und 27,6 Sekunden. Gratulation. Beifall vom Landrat, vom Abteilungsleiter Radsport vom BSV Görlitz und natürlich von Ihnen hier in dieser Runde. So, ein bisschen enge, aber es macht ihn genauso ins Diapor aus. Martin Lipinski, Bike Team Oberlausitz. Und sächsischer Landesmeister in der Seniorengruppe 2 wird Marek Busniacki von der RSG Muldental-Grimma als Favorit heute ins Rennen gegangen. Ganz dick angestrichen habe ich ihn mir bei der Vorbereitung. Und hier ist er heute Landesmeister geworden. Und den werden wir sicherlich, wenn er Landesmeister wird und hier Erster ist, dann können wir denken, und wir haben dann richtig gedacht, dass er auch Deutscher Meister des Jahres 2022 wird. Gratulation. Viele Lobesworte von Marek Busniacki über die Strecke. Eine schöne Runde, interessant. Und man sieht ihn sicherlich im nächsten Jahr. Über die 7 Runden hat er ein tolles Rennen hingelegt. Seine Fahrzeit 3 Stunden, 6 Minuten, 20,2 Sekunden. Also er war der Dritte, ein bisschen zurück hinter dem Platz 2 und 1, aber er hat den dritten Platz eisern verteidigt. Zweiter Platz, er war ja mit abgefahren, war auch als Favorit hier schon der gehandelt worden vor Beginn des Rennens. Seine Fahrzeit für die 7 Runden, 3 Stunden, 6 Minuten, 8,6 Sekunden. Und Dominik Busniacki
Die Siegerzeit beträgt 3 Stunden 6 Minuten 7,6 Sekunden. Also von Anfang an hat er mit sich in der Spitze aufgehalten. Und jetzt hat er natürlich den Höhepunkt des Jahres 2022 erreicht. Mit der Übergabe des deutschen Meistertrikots durch Dietmar Lohr aus Chemnitz, Beauftragter des Bundesdeutscher Radfahrer. Sehr schön. Und natürlich als Krönung obendrauf der goldene Siegerkranz aus den Händen vom Landrat Lange. Hervorragend von dem Marek Posnatski hören wir noch sehr, sehr viel in der Zukunft in Deutschland und ja, auch international vielleicht dabei. Also heute ist der deutsche Meister und zu Ehren der deutschen Meister und der Platzierten hören wir die Nationalhymne. Deutschland. Und allen Teilnehmern beste Gesundheit für die Zukunft, beste Erfolge. Wenn welche zu erringen sind, soll man das am Kopfe packen. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen erstmal eine gute Heimreise, eine gute Nachfeier des deutschen Meistertitels. Feiern Sie recht gut bei Ihnen zu Hause in Grimma. Und das wird dann gut laufen. Also, bitte. Ich möchte mich wirklich mal bei dem Veranstalter bedanken, dass er das jetzt wieder auf die Beine gestellt hat mit den Senioren. Das ist ja doch für viele sehr wichtig, das Rennen. Und ja, es ist eine klasse Veranstaltung. Macht weiter und danke. Ja, Martin, jetzt sehen Hallo. Wir uns mal wieder nach vielen Jahren. Hallo. Und du fährst hier um die Landeskrone. Genau. Und sind deine Erwartungen erfüllt? Mehr als genug, glaube ich. Ne? Ich habe ja, glaube einmal bei der Deutschen Meisterschaft Senioren teilgenommen und glaube nach 2-3 Runden ausgestiegen. Aber seitdem ich jetzt hier in Görlitz wohne, seit 3 Jahren, fahre ich hin und wieder hier in der Gegend. Und das macht schon was aus, ne? Dass man dann halt auch schon die Rennhärte oder die Anstiege hier mitbewältigt. Ne? Ja. Und heute war mein Ziel unter ersten 10 und überhaupt durchfahren unter ersten 10. Und dann fühlte ich mich nach jeder Runde etwas besser und habe dann in der vorletzten Runde nochmal nach mehreren Attacken nochmal ich selber probiert. Und da haben sich 3 weitere Fahrer mit mir gelöst und wir sind dann die letzte Runde gefahren. Konnte aber am letzten Anstieg hier oder am Anstieg hier, an dem längsten Anstieg, das Tempo kurzzeitig nicht mitgehen und bin dann halt ein wenig abgefallen. Konnte aber den 4. Platz dann halten. Bedeutet 4. Platz in der deutschen Meisterschaft ist sehr gut für mich und 2. in der sächsischen Meisterschaft. Also ist auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, nimmt man auch mit. Ja. Ja, ich höre es ja von dir, du wohnst seit 3 Jahren in Görlitz. Meine Frau und ich, wir sind ja vor 2 Jahren auch nach Görlitz gezogen. Ja. Berlin AD, wir haben uns da die Sachen verkauft, die wir irgendwann mal erworben haben. Ja. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir unsere Freizeit hier gestalten. Unter anderem dadurch, dass wir hier helfen bei dem Verein hier. Ja, und ich mache hier ein bisschen Video und so weiter. Und dann schauen wir mal. Sehr gut, vielleicht sehen wir uns ja dann. Das kann passieren. Ich war zwar nicht für die Post-Görlitzer, aber... Bist du noch vereinsgebunden? Ich habe einen Verein gefunden hier, Bike Team Oberlausitz, ja. Aber fahren mit den Jungs immer wieder trainieren hier. Ne? Ja. Okay, ja, dann nochmal Glückwunsch. Dankeschön. Ich wünsche Gesundheit. Danke sehr. Und viel Erfolg. Kurzes Fazit. Wir waren ja heute beim 85. Runde um die Landeskrone. Deutsche Meisterschaften. Als Helfer. Als Helfer. Nicht als Radfahrer. Und wir waren kurz nach 6 Uhr heute früh dort, um aufzubauen. Mitzuhelfen, aufzubauen. Jetzt ist es gegen 17:30 Uhr, 17.30 Uhr. Ja, das sind ja fast 12 Stunden, die wir hier jetzt auf den Füßen gestanden haben. Oh, das merkt man. Wie ein Friseur. Wie hat es dir gefallen? Ja, war eine sehr interessante Erfahrung. Und hat auch Spaß gemacht, ja. So hier Sportkameraden kennenzulernen und zu helfen.
zu gucken. Ja. Ja. Ich habe auch alte Bekannte wiedergefunden, zum Beispiel Martin Lipinski, ehemals RVI Duna, Berlin. Und den einen oder anderen auch, Jörn Reuß und andere, mit denen ich früher auch Rennen gefahren bin, die mich aber nicht kennen, weil ich habe die immer nur von hinten gesehen. Und wenn sie sich selten mal umgedreht haben, war ich einer von vielen. Ja. Tja, naja, so ist das halt. Ne? Aber hat Spaß gemacht, ne? Ja. Nächstes Jahr wieder? Naja, wenn es passt und wir nicht gerade irgendwo unterwegs sind in dann Skandinavien was, oder Spanien oder wie auch immer. Also, bis dann. Bis dann.